Was geht, Leute? Mein Name ist Danny Justin. Willkommen zurück bei The Coin Game, wo es darum geht, dass wir Geld bekommen müssen. Wir haben Geburtstag und wir wurden eingeladen von unserem Onkel in eine Spielehalle und dort können wir spielen und unser Geld verwetten. Können wir mit viel Plus rauskommen? Das ist die Frage. Außerdem haben sie das Spiel geupdatet, also jetzt gibt es komplett neue Sachen drin, alles mögliche. Also ich bin echt gespannt. Schaut auf, du kannst abonnieren, dass Danny kommt, täglich Videos holen, alle sind kostenlos und lasst einen Daumen nach oben dafür mehr Videos. Und hier sind wir auch schon, Leute. Hier können wir spielen. Ich glaube, das Ding kann man aus irgendeinem Grund nicht fahren. Oh, wir haben eine Nachricht bekommen. Das ist quasi Nachricht von unserem Onkel Phil. Und hier gibt es übrigens auch eine Map, was ziemlich crazy ist. So, hier gibt es sogar einen Bus, der fährt auch. Das heißt, wir können hier durch die komplette Stadt fahren irgendwie. Schon ziemlich cool. Golfkasten mit Towers to your home garage, no charge. Ich habe ein Golfauto. Warte mal, zu meinem... Wohin ist das teleportiert worden? Es wurde irgendwo hin teleportiert auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung wohin, aber... Wir wollen sowieso noch nicht in die Stadt, obwohl ich mich das schon gerne umschauen würde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber, ja, wir können auch mit dem Fahrrad fahren, von dem, was ich weiß. Wir können es ja mal probieren, wir können ja erstmal in die Stadt fahren, weil, wie gesagt, ich kann, wisst ihr was, wir gehen erstmal kurz hier rein. Und dann können wir vielleicht ein bisschen spielen und dann können wir in die Stadt mal fahren. Ich weiß gerade aber gar nicht, wo das Golfrad hinteleportiert wurde. Ja, vielen Dank. Ich habe Geburtstag, wie ihr sehen könnt, die feiern mich mega. Ja, danke, danke, danke. Ich weiß sehr zu schätzen, auf jeden Fall. Also gut, wir können hier verschiedene Sachen spielen, wie ihr sehen könnt. Also Leute, seid ihr bereit, mich gewinnen zu sehen? Let's go! So, das Spiel, das checke ich nicht so ganz, aber ja, wir kriegen das schon hin. Da muss man halt irgendwie, ja, ne, ihr seht es auf jeden Fall. Okay, wie machen wir das? Okay, wir müssen da irgendwie reinkommen. Okay, machen wir es so. Und dann müssen wir zur richtigen Zeit loslassen. Und zwar so, bitte. Das war zu niedrig. Das war deutlich zu niedrig. Also man muss quasi den Schlüssel da reinbekommen. Ja, ich will es nochmal, nein, ich will es nochmal probieren. Okay, das macht schon ein bisschen süchtig, muss ich sagen. Also ich kann verstehen, wieso Leute oft in die Spielerhalle gehen. So. Oh, war das so hoch? Was habe ich... Alter, ist da eine... Ist da eine unsichtbare Wand? Was war das? Habt ihr es gesehen? Was war das da? So, jetzt. Oh, schon wieder zu niedrig. Ich bin jedes Mal zu niedrig. Okay, ich will jedes Mal perfekt reinkommen. Das soll doch möglich sein, oder? Und schon wieder habe ich aus Versehen eingedrückt. Komm schon. Und so. Und jetzt. So. Hey, das ist doch ein Scherz. Bro. Ich verliere Geld. Ich verliere gerade Geld. Okay, machen wir dasselbe nochmal. Oh mein Gott. Okay, ich nehme mal den hier. Also ich war immer zu niedrig, ne? Das heißt, ich muss. Hä? Ich glaub's gerade nicht. Okay, ein letztes Mal noch. Ich glaub's gerade nicht. Also unser Ziel ist es quasi, diese Teile dort zu bekommen. Das sind Tickets, die wir bekommen. Lass mal ganz nach oben gehen. Ich meine, ganz ehrlich, von der Größe her sind die tatsächlich alle relativ ähnlich. Okay, das war... Also, nee, das, ich kann das nicht mehr spielen. Das war's für mich. Vielen Dank. Das war's für mich. Okay, machen wir erstmal das hier. Das war's für mich. Ich brauche irgendwas, wo ich auch wirklich Sachen bekommen kann. Wie heißt das? Okay, ist egal, wie es heißt. Okay, ich glaube, ich kann mich erinnern. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber wie gesagt, die haben es geupdatet. So, lass mal sehen. Genau, hier müssen wir... Ja, okay, ich sehe schon. Und bei... Oh, zwei nur noch. Okay, ist okay. Nice. Okay. Einer. Und Game Over. Okay, machen wir das immer nochmal. Ja, nochmal, let's go. Let's go. Puh. So. Oh mein Gott. So, nice. Easy. Bam, nice. Konzentration. Bam, easy. Jetzt haben wir noch zwei, das kommt automatisch. Bam. Okay, wieder zwei. Nice. Oh, okay, jetzt würde eh einer kommen. Bam, let's go. Yes! Akzeptier. Ich akzeptiere. Oh mein Gott. Okay. Wo ist... Oh nein, ich wollte es nicht. Warte mal. Stopp. Hallo, geh raus. Habe ich die Tickets bekommen? Ja. Wie habe ich bekommen? 100 Tickets. Da können wir damit hier reingehen und die hier reintun. Und dann können wir quasi mit den Tickets quasi Sachen kaufen. Oder ich glaube sogar gegen reales Geld eintauschen. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Das können wir jetzt gerne sehen. So, lass mal gucken. So, stecken wir das hier rein. Und jetzt können wir hier sehen, was wir mit den Tickets kaufen können. Ich meine, das meiste kostet sehr viel. 15.000, 20.000. Das ist echt teuer. Alter, die Kifferbanane kostet 65.000.
Das ist echt sehr viel. Aber kann ich es nicht auch eintauschen gegen reales Geld? Ich glaube tatsächlich gerade nicht, aus so einem Grund. Ich weiß nicht genau wieso. Aber ja. Was ist das hier überhaupt? Speed Drop. Probieren wir es mal aus. Sieht interessant aus. Was machen wir hier? Wie spielst du? Press Button to drop balls. Ah, die Bälle kommen von... Ja, okay. Zwischen. Und jetzt. What? Ah. Easy. Easy. Let's go. Oh, ich sehe es gerade. Let's go. Let's go. Ich bin, das ist mein Spiel. Das ist mein Spiel. Das sage ich euch. Das ist mein Spiel. Das ist einfach. Weil das kann man ja immer spielen und dann einfach reich werden, oder nicht? Das war's. 30 Tickets allerdings nur. Also, ich sag mal so, es ist nicht schlecht. Aber es ist nicht so, dass man jetzt dadurch reich werden kann. Also, das ist so ein bisschen das Ding. Aber 30 Tickets ist schon nicht schlecht auf jeden Fall. So, das war's. Was haben wir hier noch? Wir haben hier mehrere Spiele. Kann ich das hier spielen? Lass mal das hier spielen. Das ist quasi, ich glaube, Basketball oder so, oder? Ah, ne, das ist was anderes. Okay. Also, wir werfen einfach so und bam. Nicht schlecht. Okay. Ah, ich sehe es. Okay, okay. Okay, so kommen wir in die Mitte. Boom. Ich glaube, bei Gelb zu... Ja, okay, bei Gelb zu sein ist schon ideal, glaube ich. So. Oh mein Gott, habe ich gesagt. Beim ersten, der Gelb ist. Und bam. Fast. Ist aber nicht schlecht. Ist aber nicht schlecht, so. Let's go, let's go. Nochmal, okay. Schon wieder 20. Bro, okay, ich habe nur einen Versuch. Komm, schon nochmal 20. 40, 40 war das. Okay, das ist dann verrückt. Ich habe jetzt nicht 40 erwartet. Wie viele Tickets habe ich bekommen? Nein, ich will nicht nochmal spielen, aber danke. Oh mein Gott, let's go. 230. Das ist ein guter Weg, um Tickets zu bekommen. Lass mich die kurz einlösen. Bro. Das war ein guter... Das war sehr gut. Wie habe ich denn bekommen jetzt? Ach du Kacke, sind das viele Tickets. 260 Tickets. Ich habe jetzt 360 Tickets. Ich bin global lang 22.000. Wow. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zum nächsten Spiel. Und zwar zu dem hier. Da können wir ebenfalls Geld verdienen, logischerweise. Und zwar müssen wir... Das kenne ich auch. Ja. What? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab das größte Glück meines... Ich habe das größte Glück meines Lebens. Okay, leider nicht. Okay, komm schon. Oh mein Gott. Gib mir das. Ach du Kacke. Okay. Was ist das? Treasure in the Sand. Lass es mal probieren, lass es mal reintun. Okay. Use Joystick. Wie funktioniert das genau? Berühre nicht die Schaufel. Ah. Oh, soll ich jetzt alles hier rein... Ah. Okay, ich darf die Schaufel nicht berühren. Ich habe sehr viel Zeit sogar. Let's go. Ich will natürlich alle Truhen bekommen. Also wenn schon, dann richtig. Das ist auch ein guter und relativ einfacher Weg, um eine Menge Geld zu machen. Zieh das mal rein. Oh mein Gott, wir bekommen so viel, ne? Das ist verrückt. Dieses Spiel ist verrückt. Ich frage mich, wieso sie so einfache Spiele einbringen. Ich meine, die kann man ja nur gewinnen, oder? Ich meine, ich kann ja doch nur gewinnen, oder nicht? 30 Tickets aber nur. Ja, diese einfachen Spiele, wo kein Risiko drin ist, die geben meistens nicht so viel, muss ich sagen. Okay, die werden hier ausgedruckt und das... Okay, da habe ich sie bekommen. Was ist das hier? Danko. Ah, das kenne ich, das kenne ich. Okay. Wir sind sehr gut dabei. Oh, was? Hilfe, ich bin stuck. Okay, geht doch. So, packen wir das mal rein. Let's go. Lass mal sehen. How many credits to load? Ah, wir können jetzt Credits zahlen. Oder? Ah, ich sehe es gerade. Okay, lass uns mal 48 Credits machen. Und gucken. Okay, jetzt können wir Münzen reinwerfen. Ich sehe schon. Und dann können wir unsere Hand bekommen. Okay. Let's go, let's go, let's go. Einfach, ich mach einfach. Scheiß drauf. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es da eine Strategie gibt. Bestimmt. Aber ehrlich gesagt, wir müssen halt die Münzen irgendwie da rausbringen. Okay, ich sehe es gerade. Okay, let's go. Ich kenne das Spiel, ich glaube, das kennt jeder. Ist ein ziemlich cooles Spiel auf jeden Fall. Okay, warten wir kurz. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh mein Gott. Let's go. Ich habe irgendeine Karte bekommen. Ist eine gute Sache auf jeden Fall. Let's go, weiter geht's.
Komm schon. So. Einen habe ich noch. Komm schon, gib mir noch ein bisschen mehr. Gib mir noch ein bisschen mehr. Ja, nice, nice, nice. Okay, die Münzen fallen. Final Push. Komm schon. Oh nein. Habe ich jetzt mehr Geld bekommen als... Oh nein. Ich weiß es auch nicht, ob ich mehr Geld bekommen habe, aber... Wie viel habe ich bekommen? Wie viele Credits? Ich will nicht nochmal. Ich meine, das sieht viel aus, aber... Ich weiß nicht, ob das so viel ist. So, ich würde sagen, wir zahlen es wieder aus. Unsere ganzen Credits, die ich bekommen habe. 200, nicht schlecht. 700 habe ich jetzt, wow. Das heißt, theoretisch könnten wir unser erstes Geschenk holen, oder? Ich würde sagen, wir holen einen Preis. Glowsticks. Stuffed Coin. Hm, ich meine, wir können einfach, weiß nicht, was soll ich holen? Das hier, ich hole einfach eine Stuffed Coin. What? Ah, ja, doch, ich hab's ja. Ah, da ist es ja. Let's go. Okay. Inventar. Jetzt können wir mal gucken im Inventar. Hier kann man sehen, wir haben eine Sache bekommen. Oh, ich würde es gerne mitnehmen. Okay, und dann können wir es quasi sammeln. Ich sehe schon, ich sehe schon. Okay, bevor wir hier weiterspielen, ich würde mich gerne draußen umschauen, weil draußen gibt es mittlerweile eine komplette Stadt und alles. Und es ist sehr dunkel hier. Ich meine, ich finde es cool, aber sehr, sehr dunkel hier auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, wir wären einfach mal, kann ich hier... Nein, ich kann hier nicht reingehen, okay. Ja, wie machen wir das? Ich meine, wir können den Bus nehmen, theoretisch. Der fährt doch bestimmt, oder? Der sollte eigentlich fahren. Aber ich... Oder ich könnte das Fahrrad verwenden. Das würde auch gehen, glaube ich, weil da hinten war ja ein Fahrrad. Ich glaube, das kann ich benutzen. Okay, lass mal sehen. Island... oh, Iceland will im Hotel. Da schlafe ich wahrscheinlich. Genau, hier ist ein Fahrrad. Kann ich es benutzen? Bestimmt, oder? Right click, grab. Okay, so kann ich es benutzen. Easy peasy. Dann würde ich sagen, wir fahren einfach mal nach links. Wir müssen ein bisschen aufpassen wegen Autos. Solange wir hier fahren, sollte das okay sein. Hier haben wir das Motel. Warte mal, kann ich da reingehen? Oder hier schlafe ich dann, oder? Okay, lass mich kurz mein Fahrrad hier ablegen. Easy, let's go. Kann ich hier reingehen oder wie sieht's aus? Leider nicht, schade. Habe ich keinen eigenen, eigenes Zimmer? Ich meine, wo schlafe ich denn? Ich meine, wenn ich hier eine Woche bleibe oder wie auch immer. Es ist crazy, ich frage mich, ob es wirklich solche Urlaube gibt. Also würde mich echt mal interessieren. Kann ich mir aber wirklich vorstellen, dass es sowas wirklich gibt. Also, ich glaube, ich würde sogar das gerne mal machen sogar. Ich finde es cool. Okay, warte mal. Wieso kann ich das nicht... oh, verdammt. Nicht meins. Achso, das Fahrrad war nicht mal meins. Oh, nein. Oh, aber es funktioniert. Ich kann wieder fahren. Oh, perfekt. Let's go. Okay, leider nicht rückwärts fahren. Er weiß nicht, wie man mit dem Fahrrad rückwärts fährt. Wenn ich sowas fahren kann, habe ich geschafft in meinem Leben, glaube ich. Das steht fest, weil dieses Auto ist verdammt geil. Was gibt's hier noch? Pawnshop. Da können wir mal reingehen. Pawnshop? Warte mal. Lass mal sehen, ob er ein paar gut geile Sachen verkauft. Hier habe ich ja gesagt, es gibt ja auf jeden Fall einige Updates. Was? Please? Andere Tür. Okay. Kein Problem, Bro. Was ist das hier? Okay, irgendein Anschalter. Was zum Teufel ist das hier? Einfach so. What? Kann ich auch drauf fahren? Ich kann das Teil mitnehmen. Aber drauf fahren kann ich leider nicht. Auch nicht meins, okay. Bro. Ups. Chill, 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 chill. Ich habe nicht vor, dein Auto zu klauen, okay? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist der Eingang? Ich kann den sogar... Oh mein Gott. Okay, das ist episch. Aber warte mal, hier gibt es irgendwie keinen Eingang. Kann das sein? Ich meine, irgendwie ist hier einfach kein Eingang. Nope, hier ist kein Eingang, okay. Na, dann würde ich sagen, fahren wir weiter. Oh Gott. Seht ihr, er kann irgendwie nicht rückwärts fahren. Ist das ein Scherz? Bro. Du machst Witze, oder? Du machst... Aber warte, wir können theoretisch nochmal aussteigen. Ah, genau, das mitnehmen. Perfekt. Hier, komm her, komm her, komm her. Hallo? Hallo? So, nice. Ich sage, wir kriegen es hin. Ich habe gerade keinen Weg, um anders zu fahren. Aber gut, lass mal kurz auf die Karte schauen. Wir gehen das nochmal... Escape? Nee, das war... Ach, auf dem Fahrrad können wir das nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir fahren aber mal hier lang. Und auf geht's in die Stadt. Zieh das mal da hinten rein. Was ist das da hinten? Ist das irgendwie Karneval oder was genau soll das da sein? Oh mein Gott, es ist dunkel hier. Bro, ich weiß gerade nicht, wo ich lang fahre. Warte mal, gibt's hier überhaupt irgendwas? Oder fahre ich hier unnötig lang? Ich meine, wir sind ja im Urlaub, wo man... Sowas, wo man, ja, einfach rumfahren kann und dann ganz viele Spiele spielen kann. Da hinten ist tatsächlich etwas. Wenn ich da hinkomme, dann wäre das echt Jackpot. Ich fahre auf jeden Fall sehr interessant Fahrrad. Das steht schon mal fest. So, lass mal kurz gucken. Oh mein Gott. Nee. Ist das ein Scherz. Nee.
Das ist verrückt. Zieh das mal rein. Ich kann hier tatsächlich rein. Und hier gibt es mehr Spiele. Oh, hier gibt es eine Geldmaschine. Oh, wie teuer ist das? Wie teuer ist das, um da reinzugehen? Oh, hier können wir Geld bekommen. Also, wenn wir kein Geld mehr haben, können wir einfach hier unendlich Geld bekommen. Ja, was ist unendlich? Also, wir können ja immer wieder hier reingehen, oder? Ich weiß nur gerade nicht, wie oft man am Tag hier reingehen kann. Aber ich hoffe natürlich so oft wie möglich. Das ist mein Wunsch. Mein Wunsch, den ich habe. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. Wir bekommen einiges auf jeden Fall. Jetzt haben wir wieder gut Geld dazu bekommen. Also diese Maschine gibt es auch bei mir. Okay, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Bro, das ist einfach nur so ein Zufall, ne? Das ist einfach nur so ein Zufall, aber ja. Wir haben einiges an Geld bekommen. Wie oft ich es machen kann, ich weiß nicht genau, aber... Ich habe $61 gewonnen, einfach so. Ist zwar nicht so viel tatsächlich, aber hey. Ist okay. Kein Klo. Ach du Kacke. Wer dachte das bitte? What? Ja, ich will spielen. Alter, sogar Karneval. Bro, das ist halt episch. Meine Tokens, okay. Das ist genau dasselbe Spiel, nur halt anders ein bisschen. Ich sehe schon. Von wo kommen die überhaupt? Ach, die werden geschossen oder was? Okay, interessant. Hallo, kann ich mal was gewinnen, bitte? Hallo? Bitte? Ich will was gewinnen. Hallo? Okay. Ist das ein Scherz? Oh ja, das muss es sein. Ist das ein Scherz? Ist das ein Scherz, oder? Nein. Ich will nicht nochmal probieren. Ich will gerne mal schießen. Alter, der sieht cool aus. Kann ich ihn auch umkippen oder umwerfen? Yeah, es ist möglich. Komm schon, kipp um. Okay, er will nicht. Er hat nur gute Ballons auf jeden Fall. Oh mein Gott. Was ist das hier alles? Ich fühle mich dort wie im Paradies. Das ist crazy. Soll ich da reingehen? Ich meine, no right pass. Kann ich jetzt kaufen hier oder wie sieht es aus? Okay, es funktioniert dann nicht wahrscheinlich, weil die dabei sind. Ich komme mal später zurück. Wir schauen uns mal hier um. Was ist das denn hier? Ich mache einfach mal. Okay, lass mal sehen. Limonade bekomme ich hier. Okay, das feiere ich gerade. Ja, ich würde gerne eine haben. Click to purchase. Let's go. So, dann macht mir eine Limonade. Habe ich überhaupt Durst oder wie sieht's aus? Das würde mich schon mal interessieren. Juice Master 5000 XL. Das klingt echt interessant. Grab. Oh, okay. Ja. Mir auch guten Durst. Also wir können das irgendwie nicht benutzen hier. Ich weiß auch nicht genau wieso. Aber ja, akzeptiere ich erstmal, würde ich sagen. Was haben wir hier? Hier können wir schießen, glaube ich, oder? Let's go. Let's go. Oh nein, das ist was anderes. Ah, doch. Okay. Und jetzt, was soll ich machen? Oh. Für wen bin ich? 5 habe ich. 5? Oh nein. Scheiße. Hallo? Hallo? Oh mein. Ach so. Hä? Was soll ich denn da tun? Ey, was wollt ihr von mir? Also, ich spitze alle da drauf, aber... ja. Okay, was genau sollte ich hier tun? Was? Ein Preis? Hä, die tun hier so, als hätte ich gewonnen oder so. Ist nämlich Schlange. Ah, nee. Oh, doch, ich kann den Hammer holen, okay. Nochmal, warte. Ich würde das gerne verstehen, ehrlich gesagt, was man hier tun muss. Also... Okay. Mein 5, er läuft nicht. Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Die schießen halt alle auf das Haus, ne? Oh, das funktioniert wirklich. Das funktioniert wirklich. Wieso funktioniert das? Aber ja, keine Ahnung, also... Ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich will nix. Ich will wirklich, ich hab's nicht verdient. Also, ich kann nicht, nein, nein, danke. Okay, wir spielen das nie wieder. Ist das hier ein besseres Spiel? Was muss man hier machen? Eine Ente. Okay. Das kriege ich hin. Okay, oh, warte. 2 Price, okay, was soll ich denn damit machen? What? Schimmer the Life, warte kurz, Schimmer the Life. Ja, nochmal. Ach, soll ich nur eine Ente nehmen, oder was? Ist das ein Scherz? Das ist das Spiel. Okay. Kein Gewinner. Oh, das ist so ein Spiel. Okay. Ich verstehe schon.
Okay, lass mal die Ente aufheben. Also das ist einfach nur... Ja, logisch, deswegen ist es ja Glücksspiel. 2 Credits. Das Ding ist, man kann halt schon vorher sehen, ob man was bekommen hat. Wie teuer sind die denn? 3 Puzzle-Credits, 2... Lass mal die Bowlingkugel holen. Oh, that's one out of pick two. Die will doch jeder einmal haben, oder nicht? Ja, das auf jeden Fall. Oh, die kann ich gleich aufheben. Warte mal, habe ich den anderen Gegenstand auch aufgehoben? Ich weiß es gar nicht. Okay, wieder 2 Credits. Keine Ahnung, wer der Gewinner ist, aber hier so ein Stift würde ja nicht schaden, oder? So ein Stift würde ja nicht schaden. Oh mein Gott, der ist ja voll fett. Okay. Inventar, Inventar, lass mal sehen. Und wir haben, ja, 3 Sachen jetzt schon. Nicht schlecht, und ich glaube, ich habe sogar irgendwo noch was gewonnen, was nicht aufgehoben, oder? Ich glaube ja, aber gut, ich werde das Video fast mal stehen lassen. Für noch eine Folge davon, lasst mal rum, da abonniert kostenlos, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Video. Bye!